Wie wichtig Forschung ist, haben durch die Covid-19-Pandemie nun wirklich alle verstanden. Der Zugriff und die Auffindbarkeit von Forschungsdaten spielt eine ganz entscheidende Rolle. Dafür braucht es Infrastrukturen. Über eine solche Forschungsdateninfrastruktur möchte ich heute mit Juliane Pflug sprechen. Hallo Juliane, ich freue mich, dass du da bist. Hallo Elke, ich freue mich auch, da zu sein. Wunderbar. Juliane, du leitest den Bereich Wissensmanagement bei ZB Med und bist außerdem die Sprecherin des NFDI for Health Konsortiums, das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft betrieben wird oder gefördert wird. Erzähl doch mal ganz, ganz grob erstmal, worum geht's bei diesem Projekt? Also erstmal insgesamt die Förderung der nationalen Forschungsdateninfrastruktur, NFDI. Es soll deutschlandweit eine Forschungsdateninfrastruktur erschaffen, indem man dann sozusagen zentral auf die verschiedenen Daten suchen kann und auf diese Daten zugreifen kann. Und NFD for Health fokussiert auf gesundheitliche Daten, auf personenbezogene Gesundheitsdaten. Und wir wollen diese Daten in Deutschland auffindbar und besser zugreifbar und nutzbar machen. Und die Daten kommen aus welchen Studien genau? Die Daten kommen aus zwei verschiedenen Bereichen. Also einmal handelt es sich um strukturierte Daten, die erhoben werden entweder in klinischen Studien oder aber in sogenannten Public Health Studien, also öffentlichen Gesundheitsstudien. Das eine Mal sind Patienten und Patientinnen im Fokus, und zum zweiten sind aber auch die Gesamtbevölkerung oder ein Ausschnitt der Bevölkerung im Fokus mit bestimmten Gesundheitsstudien. Das heißt, das sind epidemiologische Studien und klinische Studien. Vielleicht ist es ganz gut, mal diese Begriffe ganz kurz zu klären. Was ist genau eine epidemiologische Studie und was ist eine klinische Studie? Du hattest es ja eben schon angedeutet. Genau, also in der klinischen Studie geht es immer um Personen oder ein bestimmter Teil dieser Personen, die eine Krankheit hat, und die wird dann teilweise mit einer Vergleichsgruppe untersucht, und bei epidemiologischen Studien oder insbesondere bei Gesundheitsstudien ist dieser Kontext des Krankheitsseins, wird mit erhoben, aber ist nicht im Fokus. Und es gibt ja dieses deutsche Register für klinische Studien. Da werden ja schon Studien erhoben. Warum braucht es denn jetzt noch NFDI for Health? Also was ist das, was ihr an Mehrwert bringt? Den bringt ihr ja. Also mittlerweile müssen klinische Studien in einem Studienzentrum registriert werden. Das kann entweder das Deutsche sein, was du eben genannt hast, oder das Europäische oder international. Das heißt, es gibt keinen einzigen Punkt, wo wir alle Studien finden. Das gilt also sogar schon für die klinischen Studien. Die epidemiologischen Studien oder auch die Ernährungsstudien und die Public Health Studien haben bisher kein Register. Das heißt, die findet man dann oft nur, wenn man direkt auf die Webseiten gibt oder in Publikationen. Und wir wollen ja auch nicht nur diese Studien auffindbar machen, wir wollen noch mehr darüber hinaus. Zum einen wollen wir, dass man auch besser suchen kann, welche Daten erhoben werden. Zum zweiten Mal wollen wir auch den Zugriff optimieren mit NFD for Health. Das heißt, dass man durch ein Portal direkt auch diese Daten beantragen kann, die ja nicht frei zugänglich sind, weil es sich um personenbezogene Daten handelt. Und wir wollen diesen Prozess der Beantragung bis hin zu dem Zugriff auch für moderne Methoden der künstlichen Intelligenz, den wollen wir optimieren. Aber unter Gewährung des Datenschutzes. Das ist auch ein ganz wichtiger anderer Punkt. Juliane, du selbst bist ja Bioinformatikerin und leitest jetzt dieses Forschungsdatenmanagement-Projekt. Was ist dir in diesem Projekt besonders wichtig? Also was liegt dir so richtig am Herzen? Ja, als Bioinformatikerin versuche ich, Daten zu analysieren. Und die kommen meistens nicht nur aus einer Quelle, sondern wir haben viele Daten, die wir zusammen analysieren müssen, um ein aussagekräftiges Ergebnis zu haben. Und das ist auch die Grundlage von künstlicher Intelligenz. Wir haben große Datenmengen, die aus heterogenen, also unterschiedlichen Datenquellen kommen, die wir zusammen analysieren möchten, um Ergebnisse zu erzeugen. Das ist der Vorteil. Aber um diesen Vorteil nutzen zu können, müssen diese Daten in Anführungszeichen interoperabel sein. Das heißt, der Computer muss verstehen, um welche Daten es sich handelt.
Und das weiterzubringen oder das zu erreichen, dass diese Daten computerlesbar sind und damit dann im Endeffekt auch für den Menschen analysierbar, das ist für mich eine Herzensangelegenheit und das ist die große Herausforderung auch, oder ein Teil der Herausforderung der NFDI, da weiterzukommen, dass diese Daten einfacher computerlesbar sind und dann anwendbar sind. Dass wir diese sozusagen in die Translation in der Medizin, also von der Forschung zu einer neuen Therapie auch bekommen können. Fair Data ist ja gerade unglaublich in aller Munde. Wie ist denn das Spannungsfeld zwischen Fair und Open Science aus deiner Sicht? Im Bereich Open Science geht es ja darum, sozusagen alle Informationen um den Prozess der Datenentstehung transparent zu machen. Der ist auch bei FAIR abgebildet. Von daher ist das sozusagen, haben die einen großen Überlapp, diese beiden Bereiche. Was wir differenzieren müssen, wenn es um personenbezogene Daten geht, ist natürlich, dass Open nicht immer heißt, dass alles offen und frei zugänglich ist, ohne Zugriffsbeschränkungen. Und das ist ganz, ganz wichtig für NFDI für Hals. Das ist wahrscheinlich auch eine große Herausforderung für euch. Ja, also wir haben natürlich auf dem Level für unsere Daten der Vorteil, den wir haben, dass wir schon eine Patienteneinwilligung haben. Das ist also bei anderen Daten, wenn wir jetzt an Versorgungsdaten das vergleichen, die jetzt sozusagen im Kontext der direkten Versorgung eines kranken Menschen stehen, da haben wir keine Einwilligung, dass diese Daten für die Forschung genutzt werden können. Das ist im Gegensatz dazu, bei klinischen Studien und epidemiologischen Studien gibt es eine Einwilligung der Personen, die teilnehmen an den Studien. Das heißt, es gibt grundsätzlich eine Einwilligung, aber diese ist unterschiedlich begrenzt und macht die Verarbeitung von Daten natürlich schwierig. Das eine ist die Verarbeitung von Daten, das andere ist aber auch der Datenschutz an sich. Also die Menschen haben ja häufig Angst, dass ihre persönlichen Daten verwendet werden. Also wie geht ihr damit um, sodass den Menschen, die an diesen Studien teilnehmen, die Angst genommen werden kann? Wie schon vorher gesagt, besteht eine Einwilligung, die auch jederzeit wieder widerrufen werden kann. Das heißt also, die Person hatte immer die Hoheit über die Daten und sozusagen, es gibt jetzt auch nicht in NFDI for Health direkt, gibt es auch immer mehr Projekte sozusagen, dass wir hoffentlich in Zukunft dazu kommen, dass jede Person einen Überblick hat, wo die Daten genutzt werden und das jederzeit einsehen kann. Was wir in NFDI for Health haben, ist, dass wir ein Citizen Science Portal aufbauen wollen, das dann auch weiter über die Arbeiten in NFDI for Health informiert. Und wir werden auch für jede Nutzung der Daten über unser Portal werden wir eine Einsicht gewähren, dass das also immer transparent ist, wie diese Daten zur Forschung genutzt werden. Wie diese Daten zur Forschung genutzt werden, ist ja das ist eine Thema. Das andere Thema ist ja auch, welche Services und Werkzeuge ihr dann für die Forschung entwickelt. Was können wir uns unter diesen Werkzeugen vorstellen? Da haben wir ein ganz breites Spektrum. Wenn wir jetzt direkt die Service betrachten, die wir dann auch als ZBMed auch nach Beendigung des Projektes weiter fortführen werden, ist das eine ist sozusagen ein zentrales Portal, wo alle diese Daten gefunden werden können. Also ein Suchportal, was Übersichten über die Daten bereitstellt, aber auch neue Möglichkeiten der Suche über diese Daten. Ein zweiter Service, der aufgebaut werden muss, ist, dass diese Daten interoperabel gemacht werden müssen. Das heißt, also diese Interoperabilität brauche ich immer dann, wenn ich Daten von verschiedenen Standorten oder von verschiedenen Studien zusammen analysieren möchte. Und das wird immer benötigt, weil ich oft große Datenmengen brauche, um wirklich eine Aussage machen zu können, die dann trägt, dann muss ich natürlich diese Daten zusammen auswerten können und dafür brauchen wir die Standardisierung oder Harmonisierung der Daten. Also dass sie sozusagen, dass der Computer oder auch der Mensch direkt weiß, der Datenpunkt von einer Studie ist gleich einem anderen Datenpunkt einer anderen Studie. Und dafür müssen wir auch Werkzeuge machen, dass solch eine Harmonisierung relativ einfach auch für den Forschenden auszuführen ist. Und das ist sozusagen auch ein weiterer Punkt. Ein dritter Punkt ist vielleicht auch noch dadurch, dass wir
personalisierte Daten haben, werden wir keine zentrale Datenbevorratung machen, sondern die Daten bleiben dort, wo sie erhoben werden, an verschiedenen Instituten, die auch die Sicherheitsmaßnahmen dort etabliert haben. Aber wir wollen eine verteilte Datenanalyse zulassen, dass sozusagen die Software zu den Daten geht unter datenschutzgerechten Bedingungen und dort die Analysen macht und dann weiterwandert. Und daran forschen wir, um dieses sozusagen datenschutzgerecht umzusetzen. Wie ist denn NFDI international eingebunden? Ja, die gesamte NFDI wird ja geleitet von einem Direktorat von Jörg Suhre-Vetter und das Direktorat ist direkt Teil der European Science Cloud, der europäischen Initiative und sozusagen NFDI ist der deutsche Beitrag für die internationale Gemeinschaft. Das heißt, wir können Forschungsdaten und Forschungsdateninfrastruktur nie isoliert nur sehen, aber ich finde es von unserer Seite, von Deutschland zu sagen, wir haben eine Initiative, um eine Forschungsdateninfrastruktur aufzubauen. Das ist der richtige Weg und ich würde sagen, da sind wir auch als Deutschland Vorreiter in dieser Rolle. Welche Rolle spielt denn ZBMed insgesamt bei dieser NFDI-Initiative? Wir sind mit unseren Konsortien, in denen wir beteiligt sind. Ich leite NFDI for Health, Konrad Förstner, NFDI for Microbiota und Dietrich Riepholz-Schumann ist Partner von NFDI for Data Science. Sind wir also jetzt schon in 3 Konsortien. Ich bin noch in der Beantragung eines 4. Konsortiums beteiligt. Sind wir ein essentieller Bestandteil, insbesondere für den Bereich der Lebenswissenschaften und tragen da auch maßgeblich zur Vernetzung der verschiedenen NFDIs bei. Und dein Projekt läuft ja schon eine ganze Weile. Gibt es denn schon erste Ergebnisse? Es läuft jetzt seit 10 Monaten unter Corona-Bedingungen. Aber wir hatten das Glück, dass wir, also für uns war Corona nicht nur ein negativer Impact, sondern auch ein positiver Impact. Das ist natürlich der Use Case, in dem man direkt sieht, dass wir Daten brauchen und dass wir diese Daten sehr schnell brauchen. Und wir haben durch eine zusätzliche Projekteinwerbung haben wir 3 Monate früher angefangen mit der Taskforce Covid-19 und haben dort schon erste Versionen unserer Services aufgebaut. Also es existiert schon ein deutsches Studienportal für Covid-19-Studien, was jetzt nach und nach befüllt wird mit zusätzlichen Studien. Und wir haben auch einen zusätzlichen Service für Covid-19-Publikationen aufgebaut, für sogenannte Preprints, Vorpublikationen, die natürlich auch im Kontext von Covid-19 stark nachgefragt waren. Ja, vielen Dank. Ich glaube, jetzt haben wir wirklich alle verstanden, warum es unbedingt diese Forschungsdateninfrastrukturen braucht und wie sie arbeiten und welche Zielsetzung sie haben. Dankeschön. Wenn Sie weitere Informationen haben wollen, dann schauen Sie doch einfach in unsere Shownotes und wir würden uns auch sehr freuen, wenn Sie den Kanal abonnieren würden. Ein Like wäre natürlich auch schön. Dankeschön.